Ja, heute Morgen Wasser oder Weih bei der Veranstaltung des Tierheims, des Tierschutzvereins, genauer gesagt, bei der Benefizveranstaltung. Und zu Gast ist heute Frau Schwarz einerseits und der Herr Grimm. Genau. Ja, Frau Schwarz, die Katzenschutzverordnung ist jetzt in Kraft. Ist sie schon in Kraft? Ja, die ist jetzt die Woche in Kraft getreten. Ist das eine gute Sache für Sie als Tierschutzverein? Selbstverständlich. Dadurch erhoffen wir uns, dass einfach viel weniger verwahrloste Hauskatzen auf den Straßen leben. Wie viele Katzen sind denn im Tierheim, frage ich mal so rum? Im Tierheim haben wir konstant immer um die 30 Katzen. Sind das viele? Ja. Mehr Katzen als Hunde? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer mehr Katzen als Hunde. Ja, und was beinhaltet nun die Katzenschutzverordnung, die in der Stadtratssitzung, wir sehen ja auch ein paar Bilder davon. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 13, die Verabschiedung einer Katzenschutzverordnung für das Stadtgebiet Speyer. Ich darf zunächst auf die Vorlage verweisen und da fragen, ob es Wortmeldungen gibt. Herr Hoffmann. Danke, Frau Oberbürgermeisterin. Heute kann ein guter Tag für den Tierschutz in Speyer werden. Wenn wir der Verordnung heute zustimmen, verringern wir das Tierleid und wir entlassen das Tierheim. Wir haben als Kooperation den Antrag eingebracht in den Stadtrat nach Gesprächen mit dem Tierschutzverein. Dort hat man sich diese Verordnung auch sehr gewünscht. Für Sie war es ein Herzensanliegen, übrigens auch für unsere ehemalige Kollegin, die Julia Javari, die ich hier gerne noch mal erwähne, die hat sich ja sehr intensiv eingebracht. Die Fakten sind so, dass die Zahl der freilebenden Katzen sich vergrößert, auch in Speyer, einfach dadurch, dass sie sich vermehren, viel Nachkommen bekommen. Und die Tierschutzorganisation PETA spricht von ungefähr 2 Millionen Freigängerkatzen in Deutschland. Dabei handelt es sich um domestizierte Tiere, das sind keine Wildkatzen und somit haben sie in der Natur kaum Überlebenschancen. Wenn sie leben, dann meistens krank und unterernährt und ohne die menschliche Hilfe haben sie ein kurzes Leben. Das bedeutet, neben dem Tierleid einen hohen Aufwand und Kosten auch für den Tierschutzverein Speyer in Form von Tierärzten und Medikamentenkosten. Und wir können das heute gemeinsam mit dieser Verordnung stoppen. Es gibt aber auch noch einen sozialen Aspekt, der mir sehr wichtig ist. Wir sind uns sicher alle einig, wenn wir feststellen, dass Tierhaltung zunächst mal mit Verantwortung verbunden ist. Aber durch diese Verordnung, wenn wir sie beschließen, entstehen auch Kosten. Und mir ist klar, dass diese Kosten nicht jeder ohne weiteres aufbringen kann. Deswegen habe ich letzte Woche noch mal das Gespräch gesucht mit dem Vorstand des Tierschutzvereins und man hat mir dort noch mal versichert, wenn jemand die Kosten nicht aufbringen kann, unterstützt der Tierschutzverein ganz oder teilweise mit der Kostenübernahme für solche Eingriffe. Und ich denke, das ist für uns hier noch mal ein ganz wichtiger Aspekt für unsere Entscheidung heute. Vielen Dank. Einstimmig verabschiedet worden, was uns sehr, sehr freut natürlich. Wir haben scheinbar nur Tierfreunde bei der Stadtrat sitzen, was richtig toll ist für die Stadt Speyer. Es zeigt ja die Größe der Stadt, finden wir zumindest. Und es beinhaltet auf jeden Fall das, dass jeder Freigängerkatze, also jeder Besitzer einer Freigängerkatze ist dazu verpflichtet, diese Katze zu kastrieren. Ja, die Stadt Speyer ist für den Tierschutz zuständig. Es ist eine Pflichtaufgabe und im Rahmen dessen bekommt das Tierheim eine jährliche Pauschale, um den Aufgaben der Stadt Speyer nachzukommen. Es geht um eine Fundtierpauschale, wo wir jährlich das Tierheim bezuschussen, um die Pflichtaufgaben auch erfüllen zu können. Des Weiteren haben wir eine gute Zusammenarbeit. Wir stehen ständig im Austausch, wenn irgendwelche Fragestellungen sind. Das ist auch ganz wichtig in der Zusammenarbeit. Und im letzten Jahr hat das Tierheim auch den Hundebereich erneuern müssen. Da haben wir auch Geld dazugestoßen. Vom Land kam auch noch mal Geld dazu und auch vom Deutschen Tierheimschutz. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich auch als zuständige Beigeordnetin für den Tierschutz ganz recht herzlich beim Tierheim, bei allen Ehrenamtlichen ganz recht herzlich bedanken, weil dieses Hundehaus, das neu gestaltet wurde, ist ganz viel ehrenamtliches Engagement reingebracht worden, handwerkliches Geschick, einfach klasse. Ja, jetzt geht es ja darum, das Tierheim am Mäuseweg hat seine Grenzen erreicht, seine Kapazitätsgrenzen.
ist ein Neubau geplant. Wo soll der eigentlich stehen? So, geplant, Neubau kann man so nicht sagen. Es ist geplant, das Tierheim einen neuen Standort neu zu errichten. Mit entsprechender Kapazität, das auch ausreichend ist für die Stadt Speyer. Das Problem in der Geschichte, man braucht einen Platz. Ein Platz war mal angedacht mit dem Polygongelände. Polygongelände ist ein Gelände, was noch in der Verwaltung von der BIMA ist. Das heißt, die Stadt Speyer Bundeswehrverwaltung ist das, genau. Ja, Bundesamt für Immobilien. Und die müssen das erstmal der Stadt Speyer verkaufen. Das heißt, Stadt Speyer muss Interesse zeigen an dem Gelände. Das wird dann verkauft und dann wird es zweckmäßig entweder uns zugesprochen zum Teil oder je nachdem, wer dort was noch bebauen möchte. Wer da noch bauen Interessen will, ne? Hat, genau. Noch Interesse hat, ne? Ist ein langer Prozess. Das war auch der Grund, warum wir jetzt auch nochmal Geld in die Hand genommen haben und haben Anträge gestellt für eine Renovierung vom Hundehaus. Am alten Standort. Am alten Standort, einfach, wenn man davon ausgehen kann, dass die 10 Jahre, wo ich ein Hundehaus betreiben muss, wenn ich Zuschüsse bekomme, die werden noch ins Land ziehen, bis wir neu bauen irgendwann. Also das heißt, es ist ein längerfristiges Projekt, ne? Genau. Der Neubau dann des Tierheimes. Ja. Ne? Speyer wird ja auch nicht kleiner von den Einwohnerzahlen. Und die Tierliebe von der Speyerer, sagen wir mal, die wird ja auch nicht kleiner. Das heißt, es werden immer mehr Tiere. Auch dadurch werden auch immer mehr Tiere bei uns landen, weil wir nehmen ja nicht nur entlaufene Tiere auf oder die, wie jetzt bei den Katzen, die jetzt wild geboren sind, sondern wir nehmen auch Tiere aus, die in Not gekommen sind, unverschuldet, besitzerkrank, ins Altersheim, verstorben, verunfallt. Die Tiere müssen ja auch irgendwo untergebracht werden und das springen mir halt oft ein. Laufende Kosten, was sind das denn? Hauptsächlich im Tierheimbetrieb, das heißt Personalkosten, Energiekosten. Tierarztkosten, das sind die 3 größten Punkte. Futtermittel kriegt man ganz oft ja gespendet, sogar gezielt. Wir machen einen Facebook-Aufruf, wir brauchen spezielles Futter oder wir brauchen Futter. Es sind viele Leute da, die spenden dann einfach. Also das ist noch so im Rahmen. Das geht schon. Halt Reparaturen, Renovierung, was halt im Monat alles so anfällt. Die Frau Schwarz hat gesagt, dass die Katzen ein großer Teil sind. Wie viele Hunde haben Sie denn? Momentan haben wir 7 Hunde. Und können allerdings auch bis zu 10 aufnehmen. Und welche andere Tiere haben Sie so noch dann? Kleintiere, das heißt Kaninchen, Meerschweinchen. Ja, das sind so die Hauptkleintiere, die wir haben. Das heißt also, Eltern kaufen Kindern ein Kaninchen. Die Kinder haben zeitweise Interesse dran, ne, an dem Tier. Ne? Genau. Und dann, ja, was kommt's, machen wir dann jetzt? Ne? Kommt zu uns oder sie kaufen... Leider ist eine Büchse dabei bei dem Kaninchen und dem Mädchen. Und dann haben wir halt nicht nur ein Kaninchen irgendwann, sondern mehrere. Und die sind ja recht fleißig, was das betrifft. Dann haben wir aus den mehreren irgendwann viele. Und dann wird es zum Problem. Musikalisch umrahmtourt das Benefizfest durch das Duo Danae and the Boy. Sie sangen unter anderem von der Sonne, die kommt. Doch auch Hunde leiden unter der derzeitigen Hitze. Wie behelfen sich Hundehalterinnen? Ich gehe immer nur in der Schatten, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Und zwar sehr früh morgens um 7 Uhr schon. Und dann abends nochmal. Die Hitze macht es den Tieren zu schaffen? Ja. Und wie begegnen Sie der Sache? Wir gehen jetzt eine Runde schwimmen mit Hund. Im Namen unseres Benefizkonzerts, im Namen ja, eigentlich vom Autohaus Kempel, spenden wir heute 2.000 Euro für das Tierheim zur Unterstützung, wie wir eigentlich jährlich Unterstützungen machen, damit es wieder vorangeht. Vielleicht auch im neuen Tierheim. Der Tierschutzverein sagt vielen Dank, Herr Kempel.